Und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge haben wir eine glorreiche Seeschlacht hinter uns gebracht. Wobei es nicht die war, die ich jetzt im Kopf hatte. Da war was mit einem Kraken, aber ich glaube, die hatten wir schon mal erledigt. Und nun müssen wir versuchen, ich warte unsere hier. Freundin zu Schickt retten. Schickt alle, die ihr rettet, zur verrückten Jungfer und ich bringe sie in Sicherheit. Gute Jagd! Davon gehe ich aus. Danke. Der Feuersang wird unsere Anwesenheit bald bemerken. Wir müssen rasch zuschlagen. Kommt, meine Freundin. Ich weiß, was wir tun müssen. Kapitän Siravan hat ihr Wort gehalten und uns nach Yphelon gebracht. Doch wir müssen davon ausgehen, dass wir das Überraschungsmoment verloren haben. Wie wollt ihr weiter verfahren, Sir Stefan? Wir müssen uns aufteilen, um Laurel und die anderen Gefangenen zu finden. Meine Ritter sind bereits an Land. Geht entlang des Strands nach Osten und schließt euch ihnen an. Befreit alle Stadtbewohner, die ihr findet. Schickt sie zur verrückten Jungfer. Ich gehe in Richtung des Tempels. Trefft mich dort, sobald ihr könnt. Alles klar. Ich rette die Gefangenen und treffe euch dann im Tempel. Sir Stefan! Der Feuersang hielt unsere Leute an der Zunderbrandung gefangen, so wie ihr dachtet. Aber keine Spur von Erzdruiden Orlight. Sie muss im Tempel sein. Kommt mit mir, Ritter. Meine Freundin, ich lege die Rettung der Gefangenen in eure Hände. Ja, aber du zeigst in die falsche Richtung. Weil ihr geht jetzt zum Tempel. Ich muss aber hier hin. Kann ich eigentlich reiten? Kann ich wahrscheinlich nicht, weil ich die Leute hier erstmal wegmachen muss. Gut, ich laufe hier mal ein Stückchen durch. Hier müssen wir jemanden retten. Hilfe! Hallo? Bitte lasst uns raus! Hallo? Gute Arbeit, Söldnerin! Ihr Stadtbewohner geht zur verrückten Jungfer. Dort werdet ihr sicher sein. Genau. Danke, dass ihr uns gerettet habt. Die Druiden halten noch mehr im Südosten gefangen. Aber wo kam der jetzt eigentlich her? War das nicht der, der eben zu uns gestoßen ist? Ich bin mir jetzt gerade überhaupt nicht sicher. Moment, da müssen wir hier durch. Geh mir bitte nicht auf die Nerven. Ich muss erstmal zum Ort, zum Zielort hin. Ich habe jetzt gerade keine Zeit. Es tut mir leid. Achso, wir müssen hier drüber, ja. Ich sagte, ich habe keine Zeit zum Spielen. Ah ja, da sind die. Okay, dann machen wir das so. So. Hier drüben, Seefahrerin. Holt uns aus diesem Käfig. Ach, was machst du mir? Das ist besser. Nun lasst uns reden. Ja, wäre wohl besser, ne? Der Plan ging auf. Wenigstens der Teil, in dem Free und ich uns der Erzdruidin Orlight ergaben. Dann brachte sie Free zum Tempel und befahl ihren Druiden, mich hier festzuhalten. Ja, Free ist sehr zuversichtlich. Irgendwelche Spuren von Druidin Laurel? Ei. Der Feuersang hat sie zusammen mit Free zu seinem Tempel geschleift. Orlight stieß ein paar hässliche Drohungen aus, doch Laurel war unverletzt, als ich sie das letzte Mal sah. Das sollte sie auch besser bleiben. Sonst wird sich der Feuersang vor mir verantworten müssen. Und vor Sir Stefan. Wie komme ich zum Tempel? Nehmt den Pfad nach Westen und folgt ihm in Richtung des Bergs. Ihr werdet an eine Tür kommen, die in den Tempel führt. Ich brauche einen Augenblick. Der Feuersang war nicht gerade sanft zu mir. Kapitän Siravan wartet den Strand hoch. Ich bringe diese Leute in Sicherheit. Geht zum Tempel, Seefahrerin. Das werde ich tun. Wenn ich den mal rausfinde. Moment, hier müssen wir weitergehen. Und wieder über die Brücke, so wie es aussieht. Seid. Alter, was war das? Ich hab's jetzt zwar nicht gesehen, aber es hat sich nicht gut angehört. Achso, hier ist die Tür. Ihr kommt genau rechtzeitig, meine Freundin. Ich werde eure Hilfe gegen den Feuersang in diesem uralten Tempel brauchen.
Wir stehen im Tempel von Yphelon. Das Grabmal von Druidenkönig Kasorein liegt den Legenden zufolge irgendwo hier. Erzdruidin Orlight entweiht diesen heiligen Ort durch ihre Gewalt und ihre Wut. Habt ihr die Gefangenen gefunden? Druidin Laurel? Ich habe die Gefangenen befreit, einschließlich Dulev. Er sagte mir, dass Erzdruidin Orlight, Free und Laurel hierher gebracht hat. Dann war der erste Teil unserer Mission ein Erfolg. Wir müssen immer noch Laurel und Free retten und einen Weg finden, um Erzdruidin Orlight aufzuhalten. Ich hatte bisher wenig Glück. Ich erkundete die äußeren Gänge des Tempels, doch zu viele Mitglieder des Feuersangs bewachen den Weg vor uns. Könnten sie im Grabmal von König Kasorein sein? Das war mein Gedanke. Das Grabmal soll im Herzen des alten Tempels liegen. Wo sonst würde Orlight das Ritual durchführen, um sich die Insignien zu nehmen und sich selbst zur neuen Druidenkönigin zu ernennen? Holen wir uns unsere Freunde zurück und machen wir diesem Ritual ein Ende. Ich bin bei euch, Sir Stefan. Aber ich werde weglaufen. Also folgt mir. die Frage... Ach so, doch, genau. Da sind wir, glaube ich, das letzte Mal auch entlang. Der Feuersang wird alles in seiner Macht Stehende tun, um uns daran zu hindern, die Erzdruidin zu erreichen. Seid auf alles gefasst. Naja. Ich bin Templerin. Ich kann mich heilen. Verschwindet! Die Fäule soll euch holen! Jemand muss sie aufhalten! Rettet die Druiden. Achso, da. Würde ich gerne, wenn man mich mal lassen würde, ja? Leute. Hab Dank, meine Freundin. Erzdruidin Orlight hat das Ritual bereits begonnen. Wir müssen zum Grabmal. Erzdruidin Orlight hat Free und sie hat mit dem Ritual begonnen. Sie versucht, die heiligen Samen wieder zu den Insignien des Druidenkönigs wachsen zu lassen. Wir müssen sie aufhalten. Erzählt mir vom Druidenkönig Kasoreins Grabmal. Ich kenne nur die Legende, dass man nach dem Tod des Druidenkönigs beschloss, ihn im Schrein des Tempels zu begraben. Anschließend versiegelte man diesen Ort und seitdem ist er verschlossen geblieben. Nun, bis jetzt. Orlight hat Free und zwingt Zen, die Samen wachsen zu lassen. Wie habt ihr es geschafft, gefangen genommen zu werden, Laurel? Ich erkundete das Tal, als ich oft zu viele vom Feuersang traf, um mich gegen sie zur Wehr setzen zu können. Sie überwältigten mich, schleiften mich hierher und präsentierten mich Erzdruidin Orlight. Sie drohte mir weh zu tun, wenn Free sich nicht ihrem Willen beugt. Danach sperrten sie mich hier ein. Hey, ist das mein Stab? Ja, Free und ich haben ihn gefunden. Bitte sehr. Danke. Man merkt gar nicht, wie sehr man sich auf etwas verlässt, bis es weg ist. Wir müssen in dieses Grabmal, doch es wird nicht einfach. Orlight hat eine ganze Armee da drin. Free sagte etwas über das Wecken des Wächters, aber Ser erklärte das nicht näher. Free hat einen Plan. Gehen wir. Ich habe auch einen Plan. Immer weiter laufen. Das ist verschlossen hier. Na toll. Hey, Leute? Sir Stefan? Könnt ihr euch alle porten oder was? Halt, meine Freundin. Ich gebe Free das Zeichen, den Wächter zu rufen. Dann können wir zuschlagen. Es wird Zeit, Seher. Lass die Samen sprießen. Lied und Walz. Üffres Atem. Lass die heiligen Samen erblühen. Free, wir sind da! Erweckt den Wächter! Die Insignien sind nicht eure, falsche Königin! Wartet! Was tut ihr da? Vor dir, Wächter da von Yphelon, der Süße. Erwacht aus eurem Schlummer! Oh, es ist niedlich. Ich will auch da runter. Ich will mit dem Knuddeln. Stefan, helf mir, Fried zu schützen. Soll ich hier runter springen? Ich springe einfach mal hier runter. Widerstand ist zwecklos, Seher. Seht zu, wie ich eure Freunde abschlachte.
Dann das überhaupt nicht amüsiert. Narren. Und ich bin eine Templerin. Oh Gott. Eine, die kein Waffen gegessen hat. Steht mir bei. Schon wieder. Mir doch mal ein paar Gegner. Ich muss mich, hier mal ein bisschen aufwärmen. Wieder. Oh, wieso sagt mir das denn keiner? Die Insignien des Friedenkönigs gehören mir! Steht hier einfach auf dem falschen Stab drauf. Glaube Der tags. Feuersang gibt auf. Orleid führte uns an dunkle Orte. Verzeiht uns, Seher des Traums. Über Vergebung muss der Drauife entscheiden. Laurel, Freundin, ich brauche eure Weisheit. Bitte. Seht, sie hält die Insignien des Druidenkönigs. Mein Zweck bestand darin, die Samen neu wachsen zu lassen. Krone, Stab und Stulpe wieder zum Aufblühen zu bringen. Doch es obliegt nicht mir, sie zu führen. Was wird nun geschehen, Free? Ich weiß es nicht. Es steht einem Geist des Grüns nicht zu, für Sterbliche zu entscheiden. Es ist eine Frage für den Drauife, glaube ich. Wie verschlungene Wurzeln muss Weisheit aus einer gemeinsamen Beratschlagung erwachsen. Doch die Anführer der drei Druidenzirkel sind tot. Doch die drei Zirkel sind noch am Leben. Ahngezeigten, Steinlehre, Feuersang. Aus ihren überlebenden Ältesten wird ein neuer Drauife berufen werden. Er kann entscheiden, ob die Zeit eines neuen Druidenkönigs nun wirklich angebrochen ist oder nicht. Was ist mit den Insignien des Druidenkönigs? Ich werde Krone, Stab und Stulpe tragen, bis die Druiden entschieden haben, was zu tun ist. Doch nicht hier. Dieser Ort hat seinen Zweck erfüllt. Wir sollten diesen Ort verlassen, Laurel, Freundin. Urdir, der Wächter, mag es nicht, wenn so viele in das Grabmal eindringen. Wie er wünscht, Free. Urdir, der Wächter, ist erwacht, doch die Gefahr ist vorüber. Wir sollten gehen, bevor der große Geist seine Aufmerksamkeit uns zuwendet. Auch wir sind hier schließlich Eindringlinge. Lasst uns nach Vastyr zurückkehren. Dort können wir unsere Unterhaltung zu Ende bringen. Glaubt ihr, wir können dem Feuersangzirkel nun trauen? Wir sahen, wie ältester Ivan dem Feuersang im Uralten damals einen Samen gab. Er überwand die Fäule des Allwelkens. Im Jetzt wird er Orleids Finsternis überwinden. Er muss es, wenn die Druiden wieder heil werden sollen. Was wird aus Urdir, dem Wächter?
Urdirs Aufgabe ist es, diesen Ort zu bewachen, bis ein neuer Druidenkönig Krone, Stab und Stulpe beansprucht. Die Samen sind neu gewachsen, doch es gibt noch keinen König. Urdirs Aufgabe ist nun trübe, unklar, wurzellos. Genau wie meine. Was meint ihr? König Kasurain sah viel in seinem Traum. Doch ich glaube nicht, dass er dies gesehen hat. Ich ließ die Samen sprießen, wie vorhergesagt. Diese Aufgabe ist erledigt. Doch ich bin noch immer hier, ungebunden, kann frei entscheiden. Ich muss einen neuen Zweck finden, eine neue Entscheidung. Da seid ihr ja. Alle sind an Bord der verrückten Jungfer und segeln nach Garlin, Sir Stefan. Ich kann ein Portal nach Vastyr öffnen, sofern ihr nicht schwimmen wollt. Ach da! Ein Portal wäre gut, Dulef. Treffen wir uns im Castel Monnar. Kommt mit, Fri. Wir sollten hier nicht verweilen. Ja, ich glaube, Fri will gerade irgendwie nicht. Ich gehe schon mal vor. Krone, Stab und Stulpe sind wieder eins. Was mache ich mit ihnen? Gemeinsam stellen sie ein zu verführerisches Ziel dar. Teilen wir sie auf, bis ein neuer Drauife einberufen werden kann. Ich nehme den Stab, Stefan die Krone und Fürst Baccaro, würdet ihr die Stulpe verwahren? Die Krone wird hier im Castel Monnar sicher sein. Euer Vertrauen ehrt mich. Die Liga der Standhaften wird die Stulpe schützen. Ihr schafft es immer noch, mich zu erstaunen, meine Freundin. Eure Mühen in Ypphelon gingen weit über das hinaus, was einfache Söldner tun würden. Vielen Dank. Während die Druidenzirkel neue Anführer wählen und der Feuersang unser Vertrauen zurückgewinnt, ist es besser, dass wir die Insignien vorerst voneinander trennen. Haltet ihr es für eine gute Idee, die Insignien des Druidenkönigs zu trennen? Die Tradition verlangt, dass sie zusammen einen neuen Druidenkönig bestätigen. Da noch kein Druide bereit ist, diesen Anspruch zu erheben, ist es besser, wenn Laurel, Baccaro und ich sie sicher verwahren. Garlin hat wieder Frieden gefunden. Die grauen Segel sind verstreut. Der Druidenkrieg ist vorbei. Jetzt. Jetzt? Ist es Zeit zu trauern? Jetzt stelle ich mich einer neuen Herausforderung, die beängstigender als Tausende von Feinden ist. Ich muss den Platz meines Vaters als Graf, Führer meines Hauses, Verwalter Garlins und treuer Vasall von Großkönig Emmerich einnehmen. Es gilt, Wunden zu heilen, Dinge einzureißen und wieder aufzubauen. Ihr sprecht von einem Wiederaufbau. Was meint ihr? Alter Groll führte zum Wahnsinn des Feuersangs, zur Wut des Ordens der Emporstrebenden. Das hört nun auf. Das Volk von Garlin, Druiden, Adlige und Stadtbewohner ist eins. Ich werde all diese Leute auch genauso führen. Vielen Dank, dass ihr mir diese Gelegenheit verschafft habt, meine Freundin. Ja, und wir erhalten eine geladene, einhändige Axt vom Set Bastion der Drauphide und als friedlichen Begleiter die Phönixmutte und einen Fertigkeitspunkt. Zeit für einen guten Schluck! Wie werdet ihr nur ständig stärker und stärker? Das ist unglaublich! Verratet mir euer Geheimnis! Ja, mit dieser Frage und mit dieser Abschlussszene werde ich mich von euch verabschieden aus Garlin und Ypphelon. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann werden wir uns in der nächsten Folge in der Einführungsquest, also im Prolog, zu Necrom wiedersehen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf, weil ich meine, das kam dann direkt danach. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.